So, zum Thema Aufklärung für Kinder, ich würde sagen in der Grundschule ab 6, 7, 8, 9, einfach aufgeklärt aus dem Arena Verlag, die wirklich sehr anschaulich mit Hilfe von Sam und Lucy einfach erklären, wie es geht und wie alles halt so entsteht und vor sich geht. Es ist so ein bisschen in die Geschichte eingebettet. Die sind im Urlaub und es wird irgendwie festgestellt, ja, irgendwas ist mit Mama komisch. Es geht am Anfang erstmal, wie Menschen überhaupt wachsen, Muskeln, Blutzellen und so weiter. Dann geht es darum, dass Mama eben sagt, dass sie schwanger ist. Dann wird erstmal erklärt, warum sie mehr isst und wie lange eine Schwangerschaft dauert und so weiter. Und dann wird so ein bisschen eingestiegen, so in das Biologische. Erstmal die äußeren Unterschiede zwischen Junge und Mädchen, die inneren Unterschiede und hier ist die Eizellen aufgemalt. Papa erklärt immer ganz viel. Dann, ja, wie das Würmchen, das Glühwürmchen in den Bauch kommt, ist auch eine ganz ja, ansprechende Zeichnung, verschiedene Liebesbeziehungen werden dargestellt, finde ich echt ganz gut. Und immer noch eine Frage auf jeder Seite für die Kinder, hier zum Beispiel, was sie machen sollen, wenn sie irgendwie sexuell belästigt werden. Finde ich eigentlich ganz gut, um die Kinder auch dafür zu sensibilisieren. Naja, dann beginnt hier der Kampf um die erste Samenzelle, die dann irgendwie an der Eizelle ist, ist auch ganz bildhaft erklärt und gezeigt. Dann der Befruchtungspunkt, eben einfach wie die DNA dann entsteht und eben die verschiedenen Merkmale vom Baby festgelegt werden und dann eben, wie es losgeht, dass die Frau, beziehungsweise dass sich das Ei dann bei der Frau einnistet, was eine Regelblutung und so weiter ist und dann eben, dass das Baby im Mutterleib angedockt wird und dann geht es eben los, dass so das ganze Wachstum und die Schwangerschaft und so weiter beim Frauenarzt alles beschrieben wird, was das Baby alles so mitbekommt. Ja, und dann irgendwann ist das Baby da. Dann auch so Punkte genannt, wie wenn Babys zu früh kommen. Genau, Informationen gibt es, wie Kinder eben auch im Bauch liegen können. Das Stillen und so weiter danach, Flasche geben. Ja, und wie dann eben das Baby auch wächst und verschiedene Lebensphasen und so weiter durchmacht und jetzt eben das neue Leben beginnt, um hier nochmal den Kreislauf zu erklären zwischen jung und alt und ja, einfach wie das Leben funktioniert. Das ist ein Buch, ein Nachfolgebuch von Mein Körper ist ein Superheld, eben hier das Aufklärungsthema und ich finde es einfach sehr altersgerecht, sehr kindgerecht und trotzdem informativ, lehrreich. Es wird irgendwie nichts großartig verheimlicht oder verschönt oder irgendwie mit vorgehaltener Hand erwähnt, sondern es wird einfach, die Fakten werden einfach dargestellt, wie sie sind und das finde ich richtig gut gemacht.